Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Wild Arms 1 mit mir, dem Dwaykan. Wir befinden uns hier in der Hafenstadt Port Timney und haben den Captain Bartholomäus getroffen. Der hat uns erzählt, dass er gerne eine Kristallknospe hätte aus dem Westen von hier in der Wüste. Dort soll es einen versteckten Eingang geben zum Todeslabyrinth. Und er hat uns darum gebeten, dieses zu finden, damit er seinem Konkurrenten, den Drake, mal so richtig beeindrucken kann. Ja, warum wir das Ganze eigentlich machen, ist, weil er hat nämlich eine Statue an Bord. Und zwar eine Statue, die höchstwahrscheinlich ein Herzstück hat. Der Seedrachenwirbel, für Touristen nicht unbedingt geeignet. Aber für Abenteurer, oder wie? So, und dann sind wir mal gespannt, wo dieser geheime Eingang hier ist. Jedenfalls gibt es hier hässliche Monster wie Tailmoose oder Tailmoose. Die hauen wir jetzt erstmal kaputt. Die hauen uns aber ganz schön kaputt. Immer noch nicht tot. Na, jetzt reicht's aber. Sie sind ja mal krass drauf. Infraschall kann er benutzen. Das tut nicht so weh, aber sein normaler Angriff vorhin, der war ja echt mal heftig. Oh, Cecilia macht super Treffer. Finde ich gut. Boah, 223. Nicht schlecht. Gut, haben wir die auch weg. 310 Erfahrungspunkte, na leck mich doch. Junge, Junge, Junge. Wie viel braucht man denn? Ach, das ist doch immer wieder das Falsche. Wie viel brauchen wir eigentlich? Oh, 2904. So, und hier geht das irgendwie so ein wenig rein. Ah, guck mal hier, Todeslabyrinth, da haben wir es doch. Da ist der versteckte Eingang. Das habe ich nämlich daran erkannt, dass die Kamera so reinzoomte. Naja, davon braucht man nur den Mittelpunkt finden. So, und schon sind wir da. Können den nur erstmal gerade ausschieben. Ne, gehen mal rechts. Rechts fand ich immer gut. Und gehen mal nach unten. Jetzt gehen wir mal hier nach oben. Ich denke mal, in diese Pfützen sollten wir nicht reinlaufen. Ich glaube jetzt nicht, dass das an der Pfütze lag, dass hier jetzt ein Kampf kommt. Was sind das denn? Rachael. Racheal. Racheal? Racheal? Ah, ist egal. Die hauen wir kaputt. Ganz einfach mal kaputt hauen. Sieht aus wie kleine Mädchen mit einem Messer in der Hand. Und die machen mir Angst. Oh, Cecilia und ein Gegenangriff. Und dann gleich noch ein Supertreffer. Ey. Kleine Mädchen mit einem Messer. Mag ich überhaupt nicht. Kinder sollten keine Messer in der Hand haben. Ja, sehr, ja. Sag ich doch, nicht in der Pfütze laufen. Jetzt wissen wir warum. Na, kiek mal. Das lohnt sich doch hier gleich. Reflexapfel. Fitapfel. Und ein Superapfel. Finde ich mal wieder super. So kann das bleiben. Und ich bin auch dafür. So, will ich gleich mal die Statue untersuchen, mal gucken, ob sie noch was, ob die noch was zu sagen hat. So, die kleinen Mädchen hauen wir kaputt. Die greifen uns sogar mit einem Messer an. Menno. Das sind aber ein paar kleine Psychokinder. Verwirrung? Willst du mich verwirren? So.
So, jetzt mal die Statue. Vielleicht ist dahinter ja was. Nö. So. Ich will mal nach ganz links gehen. Dann auch nach unten. Ja, ich muss hier vorsichtig laufen wegen den Pfützen. Nicht, dass ich da mal einfach so volle Kanne reinbretter. Ein Edelstein. Wir greifen also einen Edelstein an. Der Edelstein hat mich angegriffen. Das glaubt man ja wohl gar nicht. Der ist schon platt? Aber 300 Geller. Junge, Junge, Junge. Edelsteine, kommt mal her. Ich will euch alle verkloppen. 300. Wir haben 8228. Das ist in Ordnung. Schreier, okay. Es sind hier aber auch Gestalten. Komische Geräusche machen die. Ein Schlag tot, finde ich gut. Spark, ist das nicht Blitz? Oh, auf alle. Muss mich veräppeln. Naja, aber Cecilia, die Magierin, die ist so. Ist so ziemlich immun dagegen. Erfahrungspunkte dafür, 240 sogar, meine ich. Das ist nicht von schlechten Eltern. So, da oben war noch eine Truhe. Ein Wappenbild. Ah, und wer bist du? Ah, okay. Dann mal gucken, was du uns da so freigeschalten hast. Kann man hier runterfallen? Ja, hier kann man runterfallen. Hey! Achso, und dann kommen wir hier. Na gut. Das ist nicht weiter wild. Hätte sein können, dass wir eine Ebene unten irgendwo landen. Da ist ein Schalter. Ich habe einen Schalter gesehen. Ich möchte diesen Schalter betätigen. Wer weiß, was der Schalter macht. Was sind das denn für Quasi-Modus? Minion? Möchte man ja behaupten, dass man dort die Fresse, das Gesicht nicht verfehlen kann, ne? Also mit Headshot oder so. Hm. Könnte schwer werden, daneben zu schießen. Oh, eine Treppe. Ich werd bekloppt. Ha, noch eine Statue. Lass mich raten, du musst dahin? Hm. Und wieder bebt das Todeslabyrinth. So, gehen wir mal hier weiter. So, links ist schon mal nichts. Da sind zwei Truhen. Und da ist ein Kampf. Wieder zwei Minions, also zwei Quasi-Modus. Zwei Glöckner. Aber die sehen eher aus wie Leuchtwärter. Die haben wir auch ins Jenseits geschickt. Eine Heilbeere, ja, okay. Und eine Zaubermöhre, okay. Achso, hier geht's nicht runter. Aber hier. Oh. Oh, gehen wir mal hier hin.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Plan mehr, wo wir sind. Aber das soll dem kein Bein abbrechen. Wir laufen einfach. Und gucken mal, was so kommt. So, nochmal oben gucken. Au. Ach, da war auch nichts. Ach. Mann, ey. So, wieder ein Glöckner. Und weiter geht's. Im Todeslabyrinth. Ich konnte zwar noch nicht ganz nachvollziehen, warum es Todeslabyrinth heißt, aber... Hey! Ah! Hier sind wir! Ah! Cool, am Anfang. Dann gehe ich mal hier nach oben. Ah, okay. Ich glaube, dieses Ding da, ne? Das müssen wir öffnen. Das ist wohl ein Tor. So, und jetzt gehen wir... Ja, wir gehen mal einmal hier lang. Und kämpfen uns wieder mal durch. Jawohl, gegen einen Edelstein. Der gibt uns gutes Geld. Das war 300 Geller pro Exemplar. Das ist wunderbar. So. Ja, auch hier, das ist klar. Da ist eine Truhe. Ah, ich wette, da kommen wir dann hin, wenn wir dieses Tor geöffnet haben, da wo gerade dieses Speichersiegel war. Na denn. Dann mache ich mir erstmal keine Sorgen, diese Truhen nicht zu bekommen. Ah, guck mal hier. Oh, haben wir den? Jetzt müssen wir wieder runterlaufen. So, und ich glaube noch nicht, dass wir hier oben jetzt... Ne, haben wir immer noch nicht offen. Schade. Dann muss ich nochmal hier zurückgehen, wo wir herkamen. Und mal oben weiter gucken, ob wir da noch was finden. Aber vorerst kämpfen wir hier gegen zwei kleine Mädchen mit einem Messer in der Hand, die uns verwirren wollen. Ja, ich bin verwirrt. Kleine Kinder sollen keine Messer in der Hand haben. Oh, dafür gibt's einen Supertreffer. Oh, er trifft! Hey, coole Sache. Ist der Kampf nämlich schon vorbei. Aber ich glaube, wir sind noch weiterhin verwirrt, ne? Deswegen... Ich glaube, das Feuerrad... kann das richten. Weil das ist auch das Item, was wir von diesen kleinen Mädchen bekommen haben. So, und jetzt gehen wir weiter hier lang. Schauen mal oben. Ha, noch eine Statue. So, und hier unten. Und da habe ich schon wieder rechts einen Knopf gesehen. Beziehungsweise einen Schalter. Ein Drückschalter. Ein Druckschalter, nicht Druck. Druck. Man sich raufzustellen. Und dann wird da auch irgendwas immer betätigt. Was auch immer betätigt. Mein Gott, ich hab es aber auch heute mit den Wörtern.
So, da ist der Schalter. Klick. Ha. Und da kommt mal wieder eine Treppe. Wie aus dem Nichts. Mensch, ist das... Ja, okay, da können wir runterfallen. Und da können wir eine Truhe holen. Was? Klarschieme? Was ist das denn? Verwirrung aufheben. Ah, ein Ausrüstungsteil, ja? Aha, der hält Lähmung auf, also nehmen wir Verwirrung. So, und dann konnten wir noch links und rechts auch nochmal lang gehen und nach unten. Na, schauen wir mal. Drei Kinder. Wollen mich verarschen? Da ist eine neue Fähigkeit, die muss ich beim nächsten Mal ausprobieren. Wo hat er die denn jetzt her? Ach, das war die Sache hier in Port Timney mit dem Stehlen. Mit dem komischen Dieb. Jetzt erinnere ich mich. Das müssen wir ja nochmal ausprobieren. Zwei Feuerräder mal wieder. Schöne Sache. Autsch. Autsch. Siehste, noch eine Statue. Nur fast reingelaufen. So. Gehen wir hier weiter. Und haben hier einen Kampf. White. Okay. Und probieren mal zu klauen. Sah jetzt nicht so spektakulär aus, ne? Da war es doch ein normaler Angriff. Oder ist einfach die Meisterung nicht geglückt, vielleicht? Beim nächsten Gegner ausprobieren. 300 Erfahrungspunkte. Wow. Okay. Hier ist die Kristallknospe. Wenn ich das richtig sehe, oder? Wir heilen uns mal und nehmen uns die mal an. Sie sieht wie eine Blume aus. Ein Kristallnebel bedeckt sie. Kristall. Der ganze Tempel zittert. Er zerbröckelt langsam. Wie jetzt? 3 Minuten nur Zeit? Wollte mich rollen? Nein. Kämpfe gibt's auch noch unterwegs. Jawohl. Ah, jetzt glückt er. Hat nichts. Ist aber schade. Trickster wurde geschafft. So, und jetzt kommt der letzte auch noch ran. Gegenangriff, finde ich gut. Somit ist dieser Edelstein auch Geschichte. So, und wir müssen uns weiter beeilen. Aua, das tut doch weh. Wow. Hätte man einfach durchlaufen sollen, ne?
Nein. Ah, hier bin ich. Schön, schön. So, noch Quasimodo unterwegs besiegen. Mit einem Schlag. Aber wozu haben wir jetzt die ganzen Statuen verrückt? So, ich guck jetzt nochmal hier oben hin. Ha! Vielleicht schaffe ich's ja. Nein! Schneller! Ah, noch drei Edelsteine. Besiegen. Null. Ach, verdammt, das war jetzt nicht so schlau, ne, dass ich Jack nochmal auf den Angeschwächten draufhauen lassen habe. Naja, gut. So, da sind wir. Und hier wollen wir hin. Ein Wappenbild, das hat sich gelohnt. Ein Wappenbild, das hat sich wieder gelohnt. Aha, wie groß ist das hier? Da. Da ist was.